war ein stressiger Tag. Sie habe ich mal auch schon mal irgendwo gesehen, ne? Jetzt sitzen wir uns schon. Aber wir treffen uns auch, wir treffen uns ja spontan gerade. Stimmt. Ja. Wenn ich mich reite und voltigiere, dann mache ich auf YouTube Videos. Aber du bist voltigiert schon mal? Nee, das war gelogen. Das war gelogen. Nee, das war meine erste Reiterfahrung hier heute. Und es hätte nicht besser sein können. Also du hast mich toll angewiesen hier und die Fans hier hat auch super mitgemacht. Ist jetzt aber auch, glaube ich, gut, ne? Wenn wir mal ein bisschen Pause machen jetzt. Ja. Und hast du dir das Reiten einfacher oder schwerer vorgestellt? Ich habe es mir tatsächlich schwerer vorgestellt. Also jetzt vorhin habe ich ein paar Fehler gemacht, dann war die Fans sogar, aber jetzt ist sie jetzt mein Herz und eine Seele, sie mag ja gar nicht mehr loslassen hier. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. Ich habe manchmal das Gefühl, ich könnte das Pferd verletzen, wenn ich irgendwie zu doll ziehe oder sowas. Ich bin da sehr zaghaft und deswegen respektiert sie mich dann vielleicht auch nicht so richtig. Aber das hast du ja gegen Ende dann auch sehr, sehr toll erklärt. Und dementsprechend sind wir dann doch noch. Hat das doch noch funktioniert. Ja, genau. Das war's schon. Kommt hier vorbei, lernt hier reiten, Western reiten. Kommt vorbei, es ist super toll. Es ist wirklich ganz klasse. So, jetzt werde ich hier noch. Tschüss! Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hier seht ihr noch meine Bücher. Das neueste ist der Enthüllungsroman Die Pferdemafia und auch meine Lehrbücher. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Rechts und links auch noch Videos zum Thema und einen Button zum Abonnieren. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschö!